Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beginnt für mich das neue Semester und da werde ich euch natürlich mitnehmen. Deswegen erstmal ganz viel Spaß beim Schauen. Wir haben jetzt eine Woche vor dem neuen Semester und genau, ich wollte euch mal ein bisschen zeigen, was ich so für Stunden habe oder erzählen, was ich so für Stunden habe und werde jetzt mich auch dran setzen und mal so die Termine, die ich schon weiß, in meinen Kalender tragen, um dann eben auch planen zu können. Und zwar, dieses Semester wird sehr spannend, weil dadurch, dass ich im letzten Semester quasi ja nur drei Mastermodule wirklich gemacht habe, muss ich hier ein bisschen anders das Ganze gestalten. Ich habe nämlich zwei Seminare. In den Seminaren hat man so Pflichtveranstaltungen und am Ende muss man dazu eine Seminararbeit schreiben. Das ist dann sozusagen so eine kleine Vorbereitung auf die Thesis, egal ob man jetzt einen Bachelor oder Master gibt, ist. Das gibt immer so Seminare. Und eins davon baut eben auf dem Modul Digitale Transformation oder Managing Digital Transformation, das ich letztes Jahr belegt habe, drauf auf. Genau, und das andere geht auch in die Richtung, weshalb ich es dann auch gewählt habe, und digitale Transformation in Wirtschaft und Gesellschaft. Und ich dachte, das ja, lässt sich ganz gut vereinbaren, passt ganz gut zusammen. Dann habe ich noch ein Modul, das nennt sich Analyse sozialer Netzwerke. Ein anderes Modul, das ist ein Projekt in Kooperation mit einer indischen Hochschule, was richtig spannend ist, weil wir auch am Ende vom Semester in Indien fliegen für eine Woche und da dann quasi unsere Ergebnisse pitchen mit den ja, Studierenden aus Indien, aus unserem Team. Und ja, da bin ich schon mega gespannt drauf, was da so rauskommen wird. Auch mit der Zeitverschiebung stelle ich mir das sehr spannend vor, da eben zusammen dran zu arbeiten. Und ich freue mich sehr auf das Modul, auch weil es ein bisschen dann anwendungsbasiert ist und eben nicht nur Theorie. Das letzte Modul, das ich dann noch habe, ist ein BWL-Modul, das nennt sich Change Management. Das passt auch ganz gut eben in die digitale Transformationsschiene rein. Ansonsten habe ich noch ein Zusatzmodul und zwar eben A2 Französisch. Habe ich ja schon gesagt, dass ich das belegen möchte und dass ich da eben weiter lernen möchte. Und an sich ist es ein bisschen schwierig, weil es nur 24 ECTS sind ohne Französisch. Allerdings sind die Seminare eben halt auch zeitaufwendig und dadurch, dass ich zwei gleichzeitig belege, muss ich mal gucken, wie ich mit dem Zeitmanagement einfach hinkomme. Für mich heißt es aber, wenn ich in Regelstudienzeit bleiben möchte, dass ich wahrscheinlich auch während der Masterthesis dann einfach noch ein paar Module schreiben muss. Nichtsdestotrotz, das liegt ja noch in der Zukunft. Ich freue mich auf dieses Semester. Genau, habe ja auch ein bisschen mehr Zeit, weil durch das Stipendium kann ich es mir erlauben, ein paar Stunden weniger zu arbeiten. Deswegen bin ich schon ganz gespannt auf die Module, wie die sind. Wie gesagt, nächste Woche geht's los. Und ja, ich nehme mich natürlich weiterhin mit und bin gespannt, was das Semester so bringen wird. Gibt es heute die erste Vorlesung in Französisch. Genau, schauen wir mal, was es so bringt. Ich habe auch schon Vokabeln mir aufgeschrieben, noch nicht gelernt, aber muss ich auch noch irgendwann machen. Und genau, ich würde sagen, let's go. Hallo, genau, heute haben wir den nächsten Tag und Französisch war gestern cool. Also ich glaube, inhaltlich wird sich jetzt nicht so viel Neues ergeben, aber wir werden eben einen Fokus haben auf ja, das Sprechen und Verstehen vor allem und halt auch eben Schreiben, also vor allem Sätze bilden etc. Und ja, das ist ja auch mein Ziel, deswegen ganz gut. Und wir sind auch ein recht kleiner Kurs. Und genau, für mich geht es jetzt ins nächste Modul, und zwar Analyse sozialer Netzwerke. Bin ich mal schon gespannt drauf, was mich dort erwarten wird. Und genau, am Nachmittag habe ich dann noch das Seminar. Bei dem Seminar, genau, da bekommen wir heute dann eben die Themen zugeordnet. Und nächste Woche werden wir dann eben ja ein bisschen mehr auf die qualitative Analyse eingehen, dass wir dann eben mit den Interviews arbeiten können. Genau, es ist für den, den es interessiert, ein qualitatives Seminar. Und morgen ist dann das Indien-Kickoff. Da bin ich auch schon mal gespannt. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Wahrscheinlich kann ich schon irgendwas für die Seminararbeit machen? Aber das werden wir dann sehen und ich würde sagen, bis dann.
So, hallo. Wie schon gesagt, haben wir die Themen bekommen für das eine Seminar und auch jetzt die Interviews und die Inhalte, mit denen wir arbeiten. Beziehungsweise ich habe mir auch schon ein bisschen Literatur rausgesucht und die Basispaper gelesen und also halt die Pflichtliteratur sozusagen, mal so ein bisschen eine Idee zu haben für den konkreten Titel. Und ich werde jetzt darin einfach ein bisschen weiterarbeiten und die Interviews durcharbeiten und genau, da nehme ich euch jetzt ein bisschen mit. Genau, eigentlich ist das hier schon das Outro, denn das zweite Seminar haben wir erst nächste Woche und das andere Modul, das ist ein BWL-Modul, das nennt sich Change Management, haben wir auch erst im November das erste Mal. Das heißt, da kann ich euch jetzt eh noch nicht viel mitnehmen, logischerweise, und was dazu sagen. Das werdet ihr alles dann im nächsten Vlog sehen. Da werde ich ein bisschen meinen Uni-Alltag mitfilmen, ein bisschen ja, der Prozess für die Seminararbeit und was sonst eben noch so ansteht, was ich denke interessant sein könnte für euch. Und genau, dadurch, dass der auch erst im Dezember online kommen wird, wird schon teilweise eine Zwischenpräsentation und so für die Seminararbeiten stattgefunden haben. Und dementsprechend, ja, werde ich euch eigentlich schon einiges dazu sagen können. Und ich hoffe, ihr schaltet dann natürlich beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Schauen und wir sehen uns dann. Bis bald.